hat es ihn finalisieren wird. Oh, ein Sternvogel. Cool. So, Alfino. Endschreiter! Endlich geht es mit dem Endwalker zu Ende. Der Bund der Morgenröte ist bereit, zum großen Finale voranzuschreiten. Finale! Oh, Finale! Oh! Ach schade, ihr seid in einer anderen Instanz, sonst hätte ich dazu kommen können. Ich mache gerade die Dailies in Ultima Thule. Aber Ella, bist du... Warte mal. Ella, bist du auch auf Lich oder bist du auf Shiva? So. Bist du auch soweit? Drei? Mein Mail ist auf Pflicht. Ah, okay. Cool. Gut. Dann bereiten wir... Genau. Ich glaube, du hast mir sogar mal eure Gildenhalle gezeigt. So. Hallo, Luisi. Gut, dann bereiten wir dem Spiel jetzt ein Ende. Auf zur letzten Schlacht! Und hallo Leonie Backpack Account 2. Ich weiß nicht, was ich euch erzählen kann. In Sternengrab erwartet uns all die Verzweiflung, die sich in Metaion angestaut hat. Die geballte Hoffnungslosigkeit derer, die im Leben keinen Sinn finden konnten. Aber... Genau, bei dir wusste ich, dass du auf Shiva bist, genauso wie Yuria. Ihr beide seid auf Shiva. Ah, nee, Yuria ist auf Phoenix, okay? Irgendwie habe ich gedacht, Yuria wäre auch auf Shiva. Okay. Ich komme da nicht mehr ganz klar. Aber wichtig ist, ihr seid alle auf dem gleichen Serverpool. Aber es ist wie bei den anderen Zivilisationen hier in Ultima Thule. Wir dürfen nicht auf sie herabsehen, nur weil sie gescheitert sind. Wenn wir nur unseren Weg zu leben als den einzig richtigen ansehen, können wir nicht gewinnen. Hallo, Mr. Bear. Nein, wir müssen Verständnis für ihre Verzweiflung zeigen und ihnen Hoffnung bringen. Dann, nur dann, können wir vielleicht vorankommen. Wenn uns das nicht gelingt, reichen wir uns die Hände, stärken uns den Rücken, so wie ihr das immer für mich getan habt. Wir werden gewinnen. Bringen wir das alle gut. In den letzten Tagen hat das letzte Glöcklein geschlagen. Das nehme ich. Das haben wahrscheinlich nicht sehr viele genommen, aber das nehme ich. Das gefällt mir am besten. Du sagst es. Der ist zwar ein bisschen cringig, aber ich bin auch ein bisschen cringig. Das Sternengrab nun zugänglich. Ein normaler Inhalt wurde der Inhaltssuche beigefügt. So, ich denke mal, wenn wir hier zu viert sind, dann zu dritt, ja doch, wir sind eigentlich zu viert, dann könnten wir doch, könnte mich jemand einladen, dann könnten wir die Instanz machen. Wenn ihr wollt. Danke. Dann erwähle ich dich, Yuria, zu meiner Tanzpartnerin. Aber willkommen in meinem Vakuum, wo weder Leben noch Tod einen Platz haben. Folgt meinem Pfad und steigt hinab mit mir, tief auf den Grund der Finsternis. Das Sternengrab. Hi, ich liebe Ginny Weasley.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. All to War. Und jetzt erstmal. Dieser Planet wurde von einer Krankheit befallen. Sie verwandelte seine einst klaren Seen und Meere in brackige Sümpfe. Tragen die Taucherglocken. Machte alles nur noch schlimmer. Kann ja gar nicht die Gegner genießen. Und Music Flopper, vielen Dank für die Rosen. Vielen Dank. Schön. Richtete sich die Wut nicht mehr gegen die Krankheit selbst, sondern gegen die Erkrankten. Ich finde auch schön, dass Metaion hier so als Erzählerin dient. Hanna Janus, einen wunderschönen guten Abend. Oder Hanna eigentlich nur. Lucius, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hoffe, dir geht's gut. Nicht bedanken, Hanna. Jana, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's soweit. Guck mal ganz kurz, was hier gibt. Eines Tages stellen wir doch fest, dass unsere Welt kleiner ist, als wir glauben. Ups, die Lauch. Entschuldigung. Ich komme ja schon, warte. Ich wollte nur die Muschel hier angucken. Ja, okay. Das Leben bildete Geschwulste, alterte und rottete vor sich hin. Ich stehe wieder ganz sicher hier bei Liz. Okay, da gehe ich schon drauf. Den zweiten Boss schafft man übrigens ganz. Auch ganz ohne Heiler habe ich mal mit einer Gruppe unfreiwillig getestet. Oh. Okay. Komm, Pugi, den schaffst du!
Oder auch nicht. Na komm, ich will jetzt sehen, wie Pugi den im Alleingang platt macht. Pugi! Zeig ihm, wo der Hammer oder die Axt hängt in dem Fall. Und Reboosting, danke für die Rose. Und Liz hat irgendwie gerade Internetprobleme. Okay, das wird wehtun. Das wird wehtun. Nö. Also, Pugi steckt es weg. Er macht halt keinen Schaden, das ist das Problem. Genau, der Warrior macht das Solo. Ohne Probleme. Immerhin, bei 57% schon. Das erinnert mich so ein bisschen an den ersten Avengers-Film. Ich bin ein Gott. Und wir haben einen Hulk. In dem Fall haben wir einen Pugi. Jetzt wird's. Ne? Das hat er auch noch weggesteckt. Pugi ist noch ein bisschen beschäftigt. In der Zwischenzeit kann ich mich mal hinlaufen. Okay, ich sollte vielleicht nicht durch die Giftlarven klettern. So, was verpasse ich? Ist Pugi noch am Kämpfen? Wahrscheinlich schon. Also der Lebensbalken von ihm sieht doch sehr gut aus. Hallo LOL, einen wunderschönen guten Abend. Ja, man braucht, also zumindest brauchen Krieger keine Heiler mehr, nur die Damage-Dealer. Hopp, wir feuern an. LOL, ich mach ja gar nichts. Das macht ja komplett Pugi alleine in dem Dungeon.
Gameplay 561. Danke für die Rose. Ja, Ella, wir machen das eindeutig kurios hier mit dem, aber kurios, aber effektiv. Eigentlich bräuchten wir nur noch %24. Ja. Also irgendwas sagt mir, dass der Krieger vielleicht ein bisschen imbalanced ist. Oh, da hat er ganz schön gefressen. Jetzt bin ich gespannt, ob er es schafft. Oh doch, er hält sich schon wieder hoch. Wobei man muss natürlich auch gestehen, Pugi hat ein bisschen bessere Ausrüstung als ich zu dem Zeitpunkt wohl. Ja, jetzt haben beide ungefähr 16%. Jetzt ist die Frage, oh, stimmt nicht. Mittlerweile hat Pugi mehr Lebenspunkte als der Boss. Sui, soll ich für LOL sagen? Das mach ich mal. Und Vitolia, einen wunderschönen guten Abend. Und Emil, danke für den Kürbiskopf. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. 8%. Also wenn du willst, darfst du auch einen Limit Break ziehen. Okay. Einfach nur für den Effekt. Also, das gibt einen Applaus. Die letzte Seele schließlich sprach. Ach, wäre ich doch nie geboren worden. Totale Vernichtung. Woanders gelang es indes, die Krankheit durch technischen Fortschritt zu vertreiben. Doch das gerettete Leben fiel schließlich den Flammen des Krieges zu. Kuli, einen wunderschönen guten Abend. Das Streben nach Freiheit und Glück wird letztendlich zu Missgunst und Mord.
Amir, einen wunderschönen guten Abend. Schatztruhe, die gucken wir mal, was da hinten ist. Julia, macht ihr auf, schön. Das ist egal. Befriedigungsmodus aktiviert, oberste Priorität, Durchsetzung des wahren Friedens, Auslöschung aller organischen, was auch immer. Amelie, einen wunderschönen guten Abend und auch hallo Mauritz. Thank you.
Danke, Amelie, dass ich dein Idol bin. Aber ich glaube, du solltest dir lieber ein richtiges Idol suchen. Jemand, zu dem man auch besser aufgehen kann. Dran ist wieder Herzen. Wer nicht dran ist, keine Herzen und keine Rosen. Was, um was geht's gerade mit Herzen und Rosen? Ups, da muss ich schon raus. Am Ende hätte ich nicht mal gewusst, wo ich hin muss. Und zweimal schlachten? Der letzte Überlebende schließlich sprach. Ach. Nee, oder schon gewesen. Hallo Mia, einen wunderschönen guten Abend. Mia sagt, was wir hier machen, sieht gut aus. Wo sind wir jetzt gelandet? Die alle Kriege hinter sich gelassen hat. Doch zwischen Weisheit und Rationalität ging die Wertschätzung des Lebens verloren. Der Anfang vom Ende. Der goldene Schmetterling bringt mein Ende, was? Muss man jetzt gegen goldene Schmetterlinge kämpfen? Doch, nicht noch. Schatztruhe. Ein Halsband der Heilung. Ich nehme das mal mit für die. Stehen Sie, geehrter Herr, zum Spiel. Assassin's Creed Black Flag ist eins meiner Lieblings-Assassin's-Spiele. Allerdings habe ich das Anfang des Jahres schon mit euch durchgespielt, deshalb werde ich das dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr spielen. Aber ich will auch demnächst mal wieder mit Assassin's Creed Brotherhood weitermachen. Also steht auch noch alles irgendwann. Aber ich kann nicht versprechen, ob es dieses Jahr noch was wird. Ha!
Wie ich gerade sehe, wird wahrscheinlich Liz' Prophezeiung wahr werden. Wir werden heute das Spiel wahrscheinlich nicht durchkriegen, weil ich gerade eine WhatsApp von meiner Frau bekommen habe, dass ich mich nach dem Dungeon um sie kümmern muss. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei ihr. Ich werde nachher nach dem Dungeon muss ich leider aufhören. Danke, dass du da warst. Einen schönen Abend noch. Okay, letzter Bosskampf. Die letzte Gnade.
Emilia. So. 33%, das sieht doch gut aus. Ab jetzt können wir eigentlich aufhören und Pugi alleine tanken lassen. Mir geht's soweit gut. Ich hoffe, dir auch. Das war toll, so was wir Beute gekriegt haben. Und ich krieg sogar das letztes Halsband des Ziels. Ach, ich krieg sogar was für mich. Haha, toll, danke. Jetzt kann Yuri ja wieder schreiben. So, wir gehen wieder in die also wahrscheinlich kommt jetzt eine Cutscene. Und ich gehe da mal raus. Hallo Manuel, einen wunderschönen guten Abend. Ihr steht noch? So etwas Starrsinniges habe ich noch nicht erlebt. Hallo, Lukas. Bei dem Anblick verspüre ich beinahe so etwas wie Wärme in meiner Brust. Das wird den Sternen, die mit mir verschmolzen sind, gar nicht gefallen. Also, wollt ihr nicht langsam aufgeben? Was soll ich noch tun, damit ihr eins mit uns werdet? Es stimmt. Jeder von uns hat einen Punkt, an dem er nicht mehr weiter kann. Und wenn es soweit ist, reicht ihm jemand die Hand. Immer wieder, bis wir das Ende aufgehalten haben. Ach ja. Hinter jedem Hoffnungsschimmer lauert ein Schatten der Verzweiflung. Die Reue von heute ist die Trauer von morgen, Tag für Tag. Solange du lebst. Hi, John. Göttern.
Aufgepasst! Vielen Dank nochmal, Julia, für die Hilfe. Hör auf! Beruhige dich doch! Ja, ich werde nach dem, nach der Zwischensequenz dann leider aufhören müssen für heute. Jetzt! Oh, hat Orange doch irgendeinen Plan? Über dir! Alfino! Das ist kein Depri-Huhn, das ist ein Emo-Huhn. Tu ihn nicht! Du machst alles nur noch schlimmer! Ich brauche nur eine Chance. Ich werde wahrscheinlich nächsten Dienstag dann weiter streamen und dann werden wir da an der Stelle dann weitermachen. Vielleicht seid ihr ja wieder dabei. Mal gucken. Nein! Jetzt bin ich also alleine in Ultima Thule. Ella, das ist nicht so schwierig, bis Spielzeug zu warten. Ella, es ist nicht so schwierig, jetzt aufzuhören und bis Dienstag weiterzumachen, weil ich fahre morgen früh in Urlaub und komme erst am Montagabend, Montagnacht wieder zurück. Deshalb ist es nicht so schwierig, erst am Dienstag weiterzumachen. Wenn ich einfach keine PlayStation oder PC oder so da habe. Und nun bist du ganz allein. Wenn eure Stärke darin liegt, dass ihr euch die Hand reicht, bist du jetzt machtlos? Oder glaubst du etwa, die zwei Schatten werden dir helfen? Zwei Schatten? Ein letztes Zeichen des Widerstands. Doch schon bald wirst du untergehen. Geschlagen,
Geschunden, auf den Boden windend, wirst du deine Machtlosigkeit in die Welt hinausschreien. So wie wir geschrien haben. Die Trauer, der Schmerz, das Leid. Wir haben alles gelebt, doch was hat es uns gebracht? Wir sind zusammen gestorben, mehr nicht. Am Ende töten wir uns nichts außer den Tod. Du gehst jetzt runter. Miguel, ich grüße dich. Oder Emilio. Ah, Drachen, oder? Thanos, bist du das? Habe ich dich endlich gefunden, meine treue Gefährtin. Ich weiß nicht, was du in mir suchtest. Und auch, was meine Seele von dir verlangte. Hoch oben in den nördlichen Meeren schloss ich einen Handel mit der Frau von eurem Bund. Diejenige, die deine Gabe hat. Nur einmal sollte ich dem Bund in der Not helfen. Ich schlug ein und es öffnete mir einen Weg an den Rand des Universums. Zu dir. Ich verleibte mir den Rest des Urkristalls ein, nahm diese Form an und schwang mich empor in den Raum zwischen den Sternen. Der Gedanke an einen Kampf mit dir beflügelte mich so, dass ich gar das Licht überholte. Das kann nur Thanos passieren. Also, wir sind mitten im epischen Endkampf und was kommt? Thanos sagt mal, hey komm, lass uns noch mal kurz vorher kämpfen. Den Boss da ignorieren wir einfach mal. Oder Thanos haut ihn jetzt weg. Also die Beute, auf die du es abgesehen hast. Warum ist sie noch am Leben? Hast du mir nicht deutlich zu verstehen gegeben, dass du niemals der Boshaftigkeit verfällst, nie die Hoffnung verlierst? Stimmte das etwa nicht? Glaubst du wirklich, dass ich deine Hilfe brauche? Glaub nicht, dass ich dich beschützen werde. Genau, glaub nicht, dass ich dich beschützen werde. So sieht's mich aus. Natürlich. Wenn du deine Waffe führst, dann gegen mich. Endlich! Die letzte Jagd beginnt! Prophetie, Endsängerin, nun zugänglich. Also, da haben wir auf alle Fälle für nächste Woche einen wirklich epischen Endkampf. Und ich würde sagen, sollten wir es nächste Woche abgeschlossen haben, Endwalker 6.0, dann gehen wir mit Schnurschnacks auf 6.1 weiter mit der Story. Was haltet ihr davon? Ich sage auf alle Fälle, danke, dass ihr zugeschaut habt. Noch einmal vielen Dank an meine treuen Seelen, die mich auch diesen Monat wieder tatkräftig unterstützt haben. Vielen Dank an alle. Und wir fangen an mit den Silberseelen. Wenn es angeblendet wird, da kommen sie. Vielen Dank an meine Silberseelen. Vielen Dank an Brotlava, einer wie Ichimi07, Kati Krempel, Nikoya, Moonspell Dragon, Puginato88 und Syntax Gaming TV.
dann geht's weiter mit meinen Goldseelen. Chaos Distille, Klingone 23, Negi Magister und Julian Eibnum. Und ganz besonderen Dank an meine Platinseele Manuel Höhn, der sich für nächsten Monat, also für November, schon ein weiteres Spiel gewünscht hat. Oder beziehungsweise für ihn soll ich dann Outlast weiterspielen. Ich bin gespannt. Wir sehen uns am Dienstag. Und dann werden wir diesem kleinen Grillhähnchen da tierisch in den Hintern treten.